Hallo, ihr da draußen. Willkommen bei Flammkuchen für Anfänger. Heute nehme ich euch da draußen an die Hand und lerne euch die anfänglichen Schritte, wie man Flammkuchen zubereitet und kocht. An meiner Seite Da Vinci hinter der Kamera, Amateurkoch. Karobo wird uns auch zur Seite stehen. Sie hat noch sehr wenig Erfahrung, aber wir werden ihr die Grundschritte beibringen. Und da ich extrem Hunger habe, weil das Setup-Aufbau 2 Stunden gedauert hat, fangen wir jetzt direkt an. Wenn ihr Anfänger seid, wie die meisten von euch da draußen, lasst euch jetzt nicht mal verunsichern. Wir werden Schritt für Schritt vorgehen. Ich werde die Anfänge zeigen. Ich kann natürlich auch die besseren Techniken, aber die werden wir heute noch nicht auspacken. Und die Verfeinerung, das kommt dann nächste Woche. Das Erste, was wir jetzt machen, ist streng nach Rezept arbeiten. Erst später dürft ihr experimentieren, wenn ihr ein richtiger Chefkoch seid. Und wir fangen jetzt mit dem Teig an, weil der ein bisschen sitzen muss. Und dafür verwenden wir... Weißt du, ein bisschen Rundmüs. Und dafür habe ich eine weitere Szene vorbereitet, wo ihr meine Hände sehen könnt, wie ich arbeite. Ne? So, was ihr braucht, ist eine professionelle Waage. Ich habe diese hier, das gute alte Weizenmehl von Mühlengold. Und öffne das einmal. So, weiter geht's. 194 brauchen wir. Ja, auf das Gramm. Unser Mehl ist fertig. So, das sind genau 250 Milliliter hier. So, jetzt haben wir unsere Zutaten. Okay, ich habe schon die ganze Fläche hier dreckig gemacht im ersten Schritt. Das läuft ja schon mal prima. Habt ihr Wasser und das Öl gedoppelt? Haben wir ja. Also ein Esslöffel Öl. Wir brauchen jetzt 4, actually. Achso, 4. Ja. Also 2 Schritte im Rezept. Ich habe nämlich das Wasser gedoppelt. Da möchte ich mal erwähnen, Herrschaften. Na, schön da reintropfen lassen. Wir starten erstmal. Na, actually können wir in der Form wahrscheinlich die ganze. Ist komplett schon mal, ne? Seht ihr diesen kleinen Grater, den wir hier in der Mitte geschaffen haben? Sehr gut. Dann als nächstes brauchen wir unser Wasser. Das schütten wir jetzt einfach komplett hier rein. So, perfekt. Und jetzt brauchen wir noch jodiertes Speisesalz. Eine gute Prise. Ich habe gerade die Packung kaputt gemacht. So, perfekt. Du hast jetzt hier ganz. Habt ihr schon irgendwelche Fragen, Leute? Na, lass mich erst den Teig machen und dann stellt ihr Fragen, okay? Also, ich habe. Es ist alles ausgelaufen. Das ist gerade die Genugtuung meines Lebens, muss ich sagen. Okay. Als erstes brauchen wir jetzt ein Tuch. Und das geht ganz leicht ineinander über. Ne? Wie ihr seht, wenn ihr das so macht, habt ihr praktisch kaum Gebarze hier. Also außer an euren Fingern und so. Normalerweise gießt man, glaube ich, später Wasser nach. Ich würde es nicht in der Schüssel machen. Ja, ich glaube, wir müssen das jetzt raustun. Machen wir mal ein bisschen Platz, ja. Natürlich super, dass jetzt die Fläche das. Das wird dann trocken, dadurch, dass das knetet, weil sich Gluten entwickelt. Dann bappt ein bisschen, ne? Genau, jetzt willst du dann noch einmal so. Ja, es ist alles von der Hand runter, Leute. Ja, was den Rest fällt noch runter. Das ist doch jetzt gar nicht mehr so pappig. Das stimmt, eigentlich ist es gar nicht mehr so pappig. Aber da so ein wenn du das so machst, ist es überraschend pappig, Thomas. Wusstest du das, was wenn du so nicht. Warum bin ich euch überhaupt dabei? To fix, Und das sind wir am besten. Zeige ich euch mal das Küchensetup hier. Ja. Als nächstes. So. Ist das meins? Ja, das ist meins. Jetzt gehen wir hier in die. Hey, Leute, ich bin so ausgestattet, ne? Jetzt passt auf. Watch this, guys. Aha! Okay, die Qualität ist natürlich brillant hier. Tatsächlich sah die davor sehr, sehr gut aus, die Qualität. Das wird dann okay, jetzt leckt sie das hier. Ich mach mal mein Handy. Und jetzt kann ich euch mal hier so das Küchensetup zeigen. Also wir haben hier praktisch haben wir 2 so Mikado Keylights oder wie die heißen. Und dann haben wir hier eine relativ gute Kamera, die Fujifilm X4 ist das. XT4, ja, die Fujifilm XT4. Dann hier habe ich ein Bild von einem Kornfeld, weil ich das gerne mag. Dann hier oben, das ist eine Abzugshaube, die ist super geil. Und da hängt eine GoPro dran. Die könnt ihr hier sehen. Das ist die GoPro. Und dann hier seid ihr. Da. Du bist ja Anfängerin. Na? Das heißt, wenn du jetzt jemanden erklären müsstest, wie schneidest du eine Zwiebel? Muss man da so die Schale abmachen? Oder wo startet man? Na? Erklär den Leuten mal, wie du als Anfänger das machen würdest. Und ich zeige dann gleich, wie das als Fortgeschrittener gemacht wird. Fangen wir mit der ersten Zwiebel an. Ja, ich würde einfach sagen, hab's und weg, ne? Weil das sieht das schon sehr lecker aus. Also nein, nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Kann passieren, dass Anfänger da erstmal überfordert sind, Leute. Aber nicht die rohe Zwiebel essen. Nicht die rohe Zwiebel essen. So, also wir schälen das Gerät erst.
Tritt gegen das Feuer in, nimm einen Schluck stilles Wasser in den Mund beim Zwiebelschneiden. Ich weine doch nicht, Leute. Was denkt ihr denn? So. Das würde mir niemals passieren. Hier, Mr. Koch-Spezialist. Ja. Enten abschneiden, schälen. Ja. Das mit dem Schälen hast du jetzt mitgekriegt, ne? Mhm. Ja, ja. Okay. Ich mache das besser dann. Du schneidest die so an, dass hinten die Wurzel ganz bleibt. Also, siehst du das? Ich habe die nicht bis ganz durchgeschnitten, sondern nur bis hierhin. Ja. Kann die leider nicht. Okay. So. Jetzt erstmal müssen wir uns um den Speck kümmern, aber Leute. So, wir haben jetzt die Zwiebeln perfekt fertig, ne? Wie ihr sehen könnt, meine Mitarbeiter haben hier die viel zu breit geschnitten. Aber wir sind ja im Anfängerkurs, ne? Ich zeig dir einmal kurz hier rein. Das ist nicht die Breite, die ihr wollt, normalerweise auf dem Flammkuchen. Wir drücken ein Auge zu. Ne? Es gibt eben Amateure und dann, ne? Ihr wisst, wie es ist. Nehmen wir da gleich beide? Ah, einer. Alright. So, dann fang erstmal mit der Präparation an und sag, was du vom Speck verwenden wirst überhaupt. Sieht schon relativ delicious aus, ja. Aber ich weiß nicht, ob man oben nicht von dieser Spate so ein bisschen abschneiden muss, die Haut. Ich glaube, das hat bei mir, meine Oma hat das immer gemacht. Der hat auf jeden Fall gut fest. Ja, irgendwie schneidet er sich den Finger. Nee, schaut mal, der kann das tatsächlich. Das sieht echt professionell aus. Will ich auch können. Ich verspreche euch, ich werde besser. Ich werde ein bisschen mehr kochen, ich werde besser. Ich meine, jetzt gerade carryt hier Dora und Caro carryen halt den Laden. Ja? Du musst lauschen. Ja. Weißt du, ich weiß, du kannst das nicht, aber schau, du gehst hier in die richtige Szene. Ja, ne? Du gehst in die richtige Szene und dann gehst du zum Flammkuchen runter. Ne? Und dann zur Creme. Ja. Ne? Und dann hörst du so ein bisschen, was der dir zu erzählen hat. Du hörst dir seine Geschichte an. Ne? Und dann weißt du, was er braucht. Der Flammkuchen. Der sagt jetzt einen kleinen Spritzer Zitrone möchte haben. Schon. Aber nur so einen kleinen Spritzer Zitrone. Hier, so. Er will Muskatnuss. Er will Muskatnuss. Ein kleiner. Wie bitte? Du musst hören, was er dir sagt. Aber keine Ahnung, wie Muskatnuss schmeckt. Ist das viel, was er dreht? Das ist sehr viel. Kleiner Spritzer Muskatnuss. Das ist nicht so viel bei dem Vorgeriebenen. Das geht schon. Also das könntest du auch noch ein bisschen machen. So. Bei frisch gerieben, da ist man... Jetzt muss ich mal Pfeffer nehmen. So. Und Pfeffer, ich persönlich bin großer Pfeffer-Enthusiast. Ne? Schaut, dass er einen schönen Crusher hat und arbeitet auch hier wieder aus der Schulter. So. Ja, den Ofen vorheizen. Ja. Ich wollte euch nur testen, auch hier. Und jetzt als erstes, ihr legt den jetzt hier schon schön mittig. Ihr könnt den erstmal so ein bisschen mit den Händen ausbreiten, wenn ihr wollt. Ne, achtet auch hier wieder auf Hygiene. Einfach nur so, um so eine Grundplatte zu bekommen. Noch einmal kurz anheben, dass er nirgends gut. Ne? Und jetzt verwenden wir das Küchenrolldeck. So. Das ist nicht genug eingemeldet, wenn es zu doll haftet. Aber sieht gut aus. Und jetzt müssen wir einen schönen, flachen Flammkuchen. Oh, ein bisschen zu flach vielleicht. Wichtig ist, dass ihr eine schöne Form erreicht. Zum Beispiel hier könnt ihr sehen, das ist ein Gesicht und hier ist die Nase und hier ist die Einkerbung für den Mund. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Jetzt hast du mein Kunstwerk kaputt gemacht. Habt ihr das Gesicht gesehen, das ich gezeichnet habe? Die Vision, die ich gesehen habe? So, und jetzt, viele Amateure werden euch, wenn ihr Flammkuchen habt, werden so klein streuseln. Ne? Aber was wichtig ist, wenn ihr Flammkuchen macht, ist, dass ihr die so komplett in Speck ertränkt. Ne? Und auch erspart auf gar keinen Fall bei den Zwiebeln. Ne? Das heißt einfach so bam, 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 richtig schön viele Zwiebeln drauf tun. Ne? Nicht so spärlich. Ne? Da habt ihr immer so Leute, die kommen daher und dann sind so ein Speck da drauf und oh, perfekte Konstellation. Nein, Dankeschön. Im Übrigen. Nein, das muss richtig schön, ihr müsst richtig schön Speck haben. So, und jetzt genau wie das so ein ja, bisschen rein. Bisschen Ästhetik mit reinbringen auch. Vielleicht so ein freundliches Lächeln, nachdem du ihn da... Ja, perfekt. Genau so. Ja. Nee, bin jetzt voll weg. Wo kann ich denn jetzt? Ja. Das ist die Frage. So Leute, und das ist er. Unser erster gemeinsam gemachter Flammkuchen. Mit einmal mit der Kamera drauf deuten. Ich hoffe, man kann ihn gut sehen. Beautiful. Ne? Ich hoffe, euer ist zu Hause auch gut geworden, falls ihr mitgekocht habt. Wie gesagt, ein dickes, fettes Dankeschön an alle da draußen, die mit reingeschaltet haben. Danke auch für die Subs. Na? War jetzt wirklich nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich hole noch ein dickes Dankeschön hier an Caro, die mir geholfen hat. Na?
und natürlich an Dovinci, der wirklich alles hier gemacht hat, das ganze Setup uns geholfen hat, nochmal mit dem Ton. Einen dicken Applaus für ihn, weil der wirklich extrem viel hier hinter den Kulissen auch gemacht hat. Der kriegt auch jetzt vom Flammkuchen was ab. Und das war der erste Kochstream. Wir sehen uns so circa, ich werde jetzt in Ruhe essen. Ich muss auch noch einmal zu meiner Family. Und dann so in einer Stunde oder so, würde ich sagen, geht's dann weiter mit League of Legends. In einen schönen Abend. Bis dahin, macht euch eine gute Zeit. Hat mich sehr gefreut.